Mit der 42, Patrick Eddy, 21 Jahre aus Australien, der schreibt sich gerade ein. Dann haben wir die 47, Kevin Vermarke aus den USA, 23, 5. Mailand, Turin. Dann haben wir mit der 46, Frank van de Broek, 23 Jahre aus den Niederlanden. Gesamtsieger der Türkei-Rundfahrt, kommt gerade aus der Türkei, hat also dort gewonnen. Mit der 45 haben wir Tim Navermann, 24 Jahre aus den Niederlanden, dann mit der 43 Enzo Leisin, 21. dieses Jahr bei Flash Ballon, 22 Jahre aus den Niederlanden. Dann haben wir ohne Startnummer, das müsste dann der Tim Navermann sein. Wenn ich es richtig habe, halt die 46, ich will den nicht verpassen, die 44, das ist Niklas Merkel, 5. beim Sparkassen-Giro, 21 und wieder 41, 1. in Eschborn Frankfurt, 2x 2. Eschborn Frankfurt, 1x 3. Eschborn Frankfurt und natürlich Sieger bei Paris-Roubaix, John Degenkolb! Und du wolltest schlägt laut, wenn du spielst. Die ganze Kurve kauft und die Tafel gespielt. Auf Studio. Jung, wie ist es? Ja, alles gut. Ich wünsche euch wunderschönen guten Morgen. John, wie geht's dir so? Ist die Saison gelaufen bis jetzt? Ja, die Vorbereitung war natürlich alles andere als ideal. Paris-Roubaix war ein mega Highlight und glaube ich auch wieder eine Top-Performance. Ich bin knapp an den Top 10 vorbeigeschrammt, aber bin mit einer großen Knieverletzung dann nach Hause gekommen und musste die jetzt auskurieren. Hat mich 2 Wochen gekostet und sitze erst wieder seit einer Woche auf dem Fahrrad. Die Verletzung ist Gott sei Dank ausgeheilt, aber ja, die Geduld, die ich haben musste, um die Verletzung auszuheilen, die hat mich natürlich auch so ein bisschen die Form gekostet und dementsprechend gehe ich ohne Erwartungen heute ins Rennen rein. Die einzige Erwartung ist, dass ich mich auf die Wahnsinnsstimmung freue und auf mein Heimrennen. Also John, 1x 1, 2x 2, 1x 3. Jetzt kommt ja nach der Serie, müsst ihr ja dann danach 2x 1, 2x 2, 1x 3 kommen. Die Strecke hat sich ja auch ein bisschen verändert, deswegen ist das nicht mehr ganz so einfach dort als Sprinter dann da so vorne reinzufahren. Aber wir werden unser Bestes geben und ich glaube, es ist einfach toll, dieses bei dem Rennen jetzt mit dabei zu sein. Und für mich war das jetzt das erklärte Ziel, erstmal wirklich mit am Start zu sein und in der Lage zu sein, hier mit um die Plätze zu kämpfen. Wer ist euer Joker im Team? Ja, wir haben einen jungen Rennfahrer mit dem Team, der jetzt gerade letzte Woche die Türkei-Rundfahrt gewonnen hat. Und wenn es wirklich am Feldberg, bei der zweiten Feldberg-Überfahrt zur Sache geht, dann ist Frank van den Broek der, auf den man ein bisschen schauen muss. Und der wird dort mit Sicherheit ganz vorne mit rüberfahren. John, wir wünschen euch alles Gute, dass ihr vor allen Dingen sturzfrei ankommt und vielleicht, dass der nächste Sieg dann eurer ist. Danke an das Team DSM. John Degenkolb und das Team DSM, wir müssen Gas geben. Wir haben noch 12 Minuten bis zum Start. Wir sind hier nicht bei der Deutschen Bahn. Wir fahren pünktlich los.